Der Mesmer ist eine der wenigen Klassen, die von diesem Cooldown-Reduction-Trade rumgewürfelt ziemlich verschont geblieben ist. Dafür gibt es aber ein paar andere interessante Änderungen hier für den Mesmer. Hauptsächlich eigentlich fürs PvP, aber auch im PvE haben wir hier einige Sachen, auf die wir aufpassen müssen. Fangen wir erstmal an mit Kernsachen, die für alle Mesmer gelten. Sehr cool fürs PvE. Siegel der Demut kriegt einen verringerten Cooldown und zwar um die Hälfte. Das heißt, das ist das Moa-Siegel. Die meisten nennen das einfach Moa-Siegel, womit man sehr hohen Breakbar-Schaden macht in bestimmten Situationen, wenn man das mal braucht. Bisher 120 Sekunden Cooldown, jetzt verringert auf 60, aber nur im PvE. Aber ist natürlich eine geile Sache, wenn man also mal situationsbedingt Siegel der Demut mitnimmt, um Breakbar-Schaden zu machen. Jetzt hier die Hälfte des Cooldowns ist natürlich ein richtig schöner, reiner Buff hier für diesen Skill, was natürlich eine geile Sache ist. Sonst haben wir allerdings jetzt keine großen Änderungen mehr. Es wurden ein paar Zahlen hin und her geworfen. Zum Beispiel vom Nullfeld wurde die Reichweite verringert. Gut, ist Nerf von 1200 auf 900. Und das gleiche auch beim temporalen Vorhang, also bei dem Focus 4, ebenfalls die Reichweite verringert. Aber größtenteils keine so außergewöhnlichen Sachen. Es gibt ein paar Änderungen an Trades im PvP. Da habe ich aber zu wenig Ahnung, um da eine Meinung zuzuhaben. Von daher können wir eigentlich weitergehen zum Chrono. Der hat ein paar interessante Änderungen für seine Support-Builds bekommen. Von daher gucken wir mal rein, da geht es hauptsächlich um hier diese Großmeister-Trades, die entweder Tatendrang oder Schnelligkeit geben. Aktuell wird, glaube ich, der Chrono sowieso schon nicht groß als Tatendrangquelle genutzt, hauptsächlich eigentlich immer als Quickness-Quelle. Von daher sind die Änderungen jetzt hier gar nicht so außergewöhnlich für die meisten. Eventuell spielt den jetzt der eine oder andere zusätzlich als Tatendrangquelle, denn hier dieser Trade, der ist es ja so, dass Brunnen Tatendrang verleihen und auch hier Wogen der Zeit, das ist vom Schild, wo haben wir es? Können wir mal hier gucken, vom Schild hier Wogen der Zeit, dass so eine Welle nach vorne schleudert, die dann auch wieder zurückkommt. Und mit diesem Trade hier gibt Wogen der Zeit ebenfalls auch nochmal Tatendrang. Das wurde jetzt geändert und zwar kriegt man nun Tatendrang in der Nähe, wenn man ein Trugbild herbeiruft. Ob jetzt alles entfernt wird, also sowohl das mit den Brunnen als auch das mit Wogen der Zeit, das weiß ich nicht. Aber so wie ich das jetzt hier aktuell in den Patch Notes lese, hört sich das so an, als ob nur noch Trugbilder herbeirufen Tatendrang gibt und auch das mit Wogen der Zeit entfernt wird. Aber da bin ich mir nicht genau sicher. Müssen wir dann sehen, wie es aussieht. Das heißt, ab dann macht man nicht mehr mit Brunnen und nicht mehr mit Wogen der Zeit Tatendrang, sondern mit Trugbildern herbeirufen. Ob das jetzt wirklich besser ist, weiß ich nicht so genau. Es würde Sinn machen, wenn es mit Brunnen, also wenn nur das mit Wogen der Zeit, also mit dem Schildskill entfernt wird und dafür Brunnen trotzdem noch Tatendrang geben und Trugbilder herbeirufen, weiß ich nicht so genau, aber müssen wir mal schauen, wie es letztendlich aussieht. Und ähnlich ist es jetzt ja auch hier mit Nutz den Moment. Und das ist zum Beispiel ein Trade, den die meisten Quickness-Builds tatsächlich drin haben. Momentan ist so, ihr und Verbündete in der Nähe haltet Schnelligkeit für jeden Klon, den ihr zerschmettert, also durch Shattern macht man Quickness und Wogen der Zeit verliert beim Wirken im Bereich Schnelligkeit, also auch wieder der Schildskill. Und hier ist es jetzt so, dass zumindest der Effekt von Wogen der Zeit, das wird geändert. Also man hat immer noch die Quickness, wenn man Klone shattert, aber nicht mehr das mit Wogen der Zeit. Dafür kriegt man jetzt aber zusätzlich, ebenfalls wie bei dem Trader drüber mit dem Tatendrang, dass man jetzt beim Herbeirufen eines Trugbilds Schnelligkeit gewährt. Das heißt, mit diesem Trade gibt man jetzt sowohl beim Herbeirufen von Trugbildern als auch beim Zerschmettern von Klonen, kriegt man jetzt hier Quickness. Das ist meiner Meinung nach ein Buff. Denn ich glaube, die meisten Builds haben sowieso nicht groß mit dem Schild gespielt und haben deswegen diesen Effekt mit der Quickness auf dem Schild sowieso schon, glaube ich, nicht so viel genutzt, aber da bin ich mir nicht genau sicher. Ich bin nicht so der Mesmer und vor allem nicht Support-Mesmer-Spieler. Aber jetzt hier für Zerschmettern und beim Herbeirufen Quickness bekommen, ist meiner Meinung nach ein Buff, im Gegensatz zu dem mit dem Wogen der Zeit von dem Schild. Aber wie genau muss man sehen? Aber bei Tatendrang bin ich mir echt nicht sicher, ob das irgendwas daran ändern wird, ob man jetzt einen Tatendrang-Chrono spielt oder nicht. Muss man sehen, wie der Trade dann letztendlich aussieht. Genau. Sonst haben wir eigentlich
keine großen Sachen. Gut, hier bei Brunnen der Tat und Brunnen der Senilität wurde jeweils der Cooldown verringert von 25 auf 20 Sekunden. Aber ich glaube, auch die Brunnen hatte man größtenteils gar nicht mit. Von daher ist das jetzt eher ein Buff für Brunnen, die man nicht so oft mit hatte. Vielleicht nutzt sie jetzt der ein oder andere mal sehen. Aber ich meine, andererseits wurde jetzt hier eventuell dann auch direkt das mit dem Tatendrang auf Brunnen entfernt. Wenn das wirklich so kommt, und dann hat man auch wieder nichts gewonnen. Naja, gucken wir als nächstes ganz interessant jetzt für den Illusionisten, hauptsächlich allerdings für die PvP-Variante, denn man hat ja keinen normalen Dodge. Also wenn man Mirage ist, also Illusionist, hat man ja keine normalen Ausweichrollen mehr, sondern man bleibt an seiner Stelle und man wird einfach kurzzeitig unverwundbar. Und im PvP war es bisher so, dass man nur einen Dodge hatte. Also anstatt zwei Dodge-Balken hatte man nur einen einzigen. Das wird jetzt gebufft. Man hat wieder zwei, also genauso wie im PvE. Ich habe ja hier, bin ja hier gerade Illusionist und habe zwei Balken. Das heißt, die im PvP kriegen das jetzt auch wieder zurück oder kriegen das, dass sie zwei Dodge-Balken haben, aber dafür kann man nicht mehr ausweichen, wenn man immobilisiert ist. Oder sonst irgendeinen Crowd-Control-Effekt hat. Das ist nämlich schon unfair, wenn man, ich meine, Mesmer sind sowieso schwer zu fangen im PvP und wenn man die dann immobilisiert, dann können die trotzdem einfach noch ausweichen als Illusionist. War schon krass, das können sie jetzt nicht mehr. Also sie können zwar jetzt zweimal ausweichen, aber nicht mehr, wenn sie CC't oder immobilisiert sind. Von daher dürfte es jetzt ein kleines bisschen fairer sein im PvP und WVW. Aber sonst auch keine große Änderung hier für Mirages. Obwohl doch eine Sache, Chaos Vortex, die Dauer von Blutung und Pain von Klonen wurde von 8 auf 4 reduziert. Also ein kleiner Nerf hier für die Mirages. Wo haben wir überhaupt Chaos Vortex? Wo ist denn das dabei? Damit ist nicht Chaos Sturm gemeint hier vom Stab 5, sondern vom. Guck grad mal. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht auswendig. Was damit gemeint ist, Chaos Vortex. Ach so, doch, vom Stab. Ah, der Ambush-Skill vom Stab, genau. Also der, genau, hier haben wir es. Bin gerade sogar schon mit der Maus draufgegangen. Also von der Hinterhaltfertigkeit vom Stab. Da wurden jetzt ebenfalls, wurde halt die Blutung und Pein, die Klone, weil die Klone machen das ja nach. Alles, was man selbst macht, gerade diese Hinterhaltfertigkeit, machen die Klone ja nach. Und hier wurde jetzt Pein und Blutung von 8 auf 4 Sekunden verringert, was natürlich schon ein Nerf für die Kondi-Mirages hier nochmal zusätzlich ist. Okay, gut. Und dann haben wir als letztes noch Änderungen am Virto. Auch hier sind ein paar interessante Sachen bei. Nämlich einmal bei dem Klingenlied Verzerrung wird die Verzerrung, die man bekommt, von einer Sekunde pro Klinge auf 0,75 Sekunden genervt. Das heißt, man kann sich jetzt hier mit 5 Klingen nicht mehr 5 Sekunden Verzerrung geben, sondern nur noch 3,75 Sekunden, also 1,25 Sekunden niedriger. Ebenfalls ein böser Nerf, was man auf jeden Fall als Virtuoso-Spieler im Hinterkopf haben muss, weil sonst stirbt man ganz schnell mal, denn viele Spieler nutzen das, auch in den DPS-Builds, nämlich Klingendreher Requiem blockt Angriffe. Das wird jetzt komplett entfernt. Also man hat dann immer noch diese Klingen, die um einen rumwirbeln und Schaden machen, aber man blockt keine Angriffe mehr für die 2 Sekunden. Und ich beispielsweise als jemand, der gerne Kondi-Virtuoso spielt, habe das öfter mal benutzt. Denn erstens macht's Damage, man kann also einen Shatter benutzen, der Damage macht und man blockt auch noch Angriffe. Und das habe ich wirklich relativ oft sogar gezogen in Kämpfen, um bestimmte Attacken und Mechaniken einfach umgehen zu können, um stehen bleiben zu können. Und das wird jetzt entfernt. Und wenn man das nicht weiß, dass das auf einmal weg ist, dann geht man ganz schnell mal drauf. Von daher, das ist eine wichtige Änderung, die man als Virtuoso-Spieler hier im Hinterkopf haben muss, dass hier keine Blocks mehr auf dem F5 sind. Genau. Sonst haben wir hier noch instabiler Klingensturm, wo man diesen Sturm entfesselt, der langsam auf Gegner zuläuft. Das ist jetzt eine bodenbasierte Fertigkeit. Das heißt, das drückt man nicht einfach und dann fliegt es geradeaus, sondern es ist mit Bodenzielausrichtung, was man selber irgendwo hincasten muss. Von daher mal sehen, ob das jetzt wirklich so toll wird. Ich glaube, es wird eher nerven, weil alles, was man Bodenzielausrichtung machen muss, ist halt einfach ein bisschen langsamer, als wenn man es einfach drückt und es kommt. Von daher nimmt es ein bisschen Geschwindigkeit aus der Rotation raus und ist dann potenziell eher ein DPS-Loss. Aber schauen wir mal, was da
bei rauskommt, wie sich das dann spielt. Sonst wurde noch mit ein paar Zahlen bei dem einen oder anderen Trade und der einen oder anderen Skill rumgeworfen, aber eher Skills, die man eh kaum benutzt hat, wie hier psychische Kraft, kriegt niedrigere Wiederaufladezeit und sowas. Aber das könnt ihr dann selber mal gucken. Das waren aber so die wichtigsten Änderungen am Mesmer. Und von daher würde ich sagen, gehen wir weiter zum Necro. Der Necro wird ebenfalls sehr interessant, da sehr beliebte Builds zum Teil etwas genervt werden. Dafür kann der Necro jetzt aber auch Taten dran geben. Also hier sind ein paar wirklich interessante Sachen drin. Fangen wir am besten mal an mit Kern, denn viele Sachen betreffen alle Necro-Builds, vor allem was Blutmagie angeht. Da wird einiges geändert. Zum Beispiel Ritual des Lebens, das Machttier, wenn man das drin hat, vor allem hat man Blutmagie ja in diesen typischen Heal-Scourge, also in diesen Heiler-Scourge-Support-Builds, die super schnell retzen können, hat man das ja drin. Und das wird jetzt größtenteils genervt, dieses extrem schnelle und viele Retzen vom Heal-Scourge. Das wollen sie jetzt nerven. Und da haben wir vor allem hier direkt das erste Ritual des Lebens, nämlich Brunnen des Blutes. Wenn man Brunnen des Blutes benutzt, das ist der hier, dass der automatisch auch Verbündete wiederbelebt. Und zwar mit jedem Puls um 7%. Und das wird jetzt genervt auf 2%. Also sehr, sehr viel langsamer, wie man hier Verbündete wiederbelebt, wenn man mit Brunnen des Blutes will, dass der hilft beim Retzen. Ich meine, der hilft natürlich immer noch ein bisschen, schneller als einfach so sich ducken und an den Verbündeten dran rumgrabbeln, aber lange nicht mehr so schnell wie vorher. Das heißt, hier schon mal der erste Nerf hier drin. Wir haben hier noch was bei beflügelnder Durst, dass Dolchfertigkeiten jetzt Lebenskraft geben. Ob die anderen Effekte, da steht einfach nur, die Eigenschaft wurde überarbeitet. Was jetzt mit den anderen Effekten, die hier alles ist, mit Bewegungsgeschwindigkeit, wieder schnelle Aufladezeit von Dolchfertigkeiten und sowas, steht da gar nicht drin. Da steht nur, dass man jetzt auch Lebenskraft erhält, wenn man Dolchfertigkeiten einsetzt. Was prinzipiell gut ist, aber ob dann alles andere wegfällt, kann ich nicht sagen. Was haben wir sonst noch? Leben abzapfen, das sind eigentlich hauptsächlich Skills, die nicht so oft benutzt werden. Wo haben wir es hier? Hier, das ist der Dolch Zweier, der channelt jetzt nicht mehr, sondern macht nur noch eine Attacke und macht dann aber Schaden über Zeit. Aber hilft halt ein kleines bisschen, wenn alles, was man nicht channeln muss, bedeutet, da kann man in der Zeit auch andere Sachen machen. Von daher ist das schon mal gut. Aber jetzt hier auch wieder interessant in der Blutmagie, nämlich Leben aus dem Tod und Wehklagen der Banshee. Hier haben wir nämlich bei Wehklagen der Banshee Kriegshornfertigkeiten erhalten erhöhte Effektdauer, okay, und die Heilung für andere Verbündete wird erhöht. Dieser Effekt, die Heilung für andere Verbündete wird erhöht, wird jetzt geändert, gewechselt, nämlich hier auf Leben aus dem Tod. Das heißt, Leben aus dem Tod hat jetzt diese erhöhte Heilung, allerdings hat man nicht mehr das mit der Wiederbelebung. Nämlich beim Verlassen des Schleiers bewirkt ihr Heilung und Verbündete und teilweise Wiederbelebung für Verbündete in einem Bereich. Das heißt, diese teilweise Wiederbelebung für Verbündete im Bereich wird komplett entfernt. Also wieder etwas, was weniger retzt, aber selbst die Heal-Scourge haben meistens entweder mit Wehklagen der Banshee oder vampirische Präsenz gespielt. Von daher ist es egal, dass das hier entfernt wird. Aber natürlich, die erhöhte Heilung für Verbündete ist jetzt hier oben drin. Und jetzt hat man hier drei Trades, die alle miteinander konkurrieren auf dem Heal-Scourge, was natürlich echt blöd ist für den Heal-Scourge, denn er hat hier die höhere Heilung. Hier hat er die Kriegshorn-Fertigkeiten, wodurch er mehr Breakbar-Schaden machen kann. Und hier hat er die vampirische Aura, die macht, dass alle Verbündeten die ganze Zeit Leben abzapfen und sich selber die ganze Zeit ein kleines bisschen heilen. Also drei Trades, die im Prinzip alle einigermaßen gut sind für den Heal Scourge, wo man sich jetzt hier entscheiden muss. Ist natürlich mies. Dann, außerdem, Transfusion. Schleierfertigkeit 4 heilt und belebt Verbündete in der Nähe wieder, teilweise wieder. Bis zu 5 angeschlagene Verbündete in der Nähe werden zu eurer Position teleportiert, wenn ihr Schleierfertigkeit 4 einsetzt. Und auch das wird jetzt genervt. Nämlich erstmal diese Teleportation der Verbündeten zu einem selbst ist nur noch beim ersten Puls. Bisher war es so, das hat 9 Pulse insgesamt und man konnte mehrfach Downstate-Verbündete zu sich ziehen. Das heißt, man hat das angemacht, hat dann 9-fach gepulst und wenn während dieser 9 Pulse irgendwann ein Verbündeter nochmal Downstate gegangen ist, wurde der sofort ebenfalls zu einem hin teleportiert. Das heißt, man musste einfach nur an einem zentralen Punkt stehen
Und solange innerhalb dieser neun Pulse Verbündete Downstate gegangen sind, kamen die alle sofort anteleportiert, was natürlich eine geile Sache war. Das wird jetzt entfernt. Jetzt ist es nur noch bei der ersten Aktivierung. Also die werden nur noch ein einziges Mal, wenn man das erste Mal Schleierfertigkeit 4 benutzt, werden die es erst einmalig zu einem hinteleportiert, nicht mehr danach. Und wenn man jetzt auch noch Pestbringer ist, also Scourge, dann wird auch noch der Wiederbelebungspuls von 2% auf 1% genervt. Das heißt, alle anderen Elite-Spezialisierungen haben das nicht. Die haben immer noch 2% Wiederbelebung pro Puls. Aber der Scourge, speziell der Scourge, der kriegt hier nochmal einen Nerf von 2% auf 1% Wiederbelebung pro Puls. Also krasse Nerfs hier insgesamt für die Wiederbelebungsfertigkeiten des Seal Scourges, der eigentlich durchweg nur Nerfs hier bekommt, was Downstate-Leute retzen auf dem Heal Scourge angeht. Trotzdem, er kriegt dafür aber auch ein paar Buffs, die wir gleich sehen werden. Also, es ist nicht alles scheiße, was jetzt hier der Scourge reingedrückt kriegt. Trotzdem noch ein paar Nerfs auf dem Necro. Insgesamt viele Fertigkeiten, die vorher Segen in Zustände verwandelt haben, entfernen jetzt nur noch Segen, ohne sie in Zustände zu verwandeln. Ist jetzt bei vielen Sachen so. Da haben wir zum Beispiel hier schwächendes Blut. Da steht ja auch Segen in Zustände umgewandelt 1. Und auch das entfernt jetzt nur noch Segen und nicht mehr, wandelt es nicht mehr in Zustände um. Und das ist auch bei vielen anderen Sachen so. Unheiliger Schmaus, boshafter Geist, schwächendes Blut, geringes Schwächen. Das sind alles so verschiedene Sachen, die vorher Segen in Zustände umgewandelt haben und jetzt nur noch Segen entfernen, ohne sie in Zustände umzuwandeln. Was natürlich auch krasse Nerfs sind hier insgesamt. Trotzdem, wir kriegen auch auf den Großteil der Siegel, gut, die wurden eh nicht viel benutzt, aber haben wir die Cooldown-Verringerungen. Das heißt eigentlich durchweg, jedes Siegel kriegt eine Cooldown-Verringerung, auch wenn kaum ein Bild die wirklich groß aktiv benutzt hat. Hier das Siegel des Untodes. Das vielleicht noch, das Wort hin und wieder mal benutzt, um Verbündete zu wiederbeleben. Aber genau das kriegt die Cooldown-Verringerung nicht. Also alle andere schon. Siegel des Vampirismus. Dann haben wir hier Siegel der Tücke, Siegel der Heuschrecke und Siegel der Pest. Die kriegen alle die Cooldown-Verringerung, Siegel des Untodes ausgerechnet nicht. Dann kommen wir jetzt aber zum Pestbringer, also zum Scourge, wo wir ganz genau das sehen, was ich gerade meinte. Wir kriegen jetzt hier auf der Wüsten, Wüstenermächtigung, genau. Das hier, das wird jetzt auch krass, das wird geändert. Sandschatten manifestiert, Gewehrverbünde in der Nähe, eine Barriere, okay. Ist immer noch so, allerdings wird das ja ein Großmeister-Trade. Das heißt, von Mitte geht dieser Wüstenermächtigung hier nach unten, da wo momentan Speisung aus der Verderbnis ist. Der wird, denke ich, komplett rausfallen. Wenn ein Gegner einen Segen entfernt oder verderbt, erhaltet ihr diesen Segen. Das wird, denke ich, komplett rausfallen. Dafür geht Wüstenermächtigung hier in den Großmeister-Trade rein. Gibt dann immer noch Barriere um den Sandschatten herum. Und aber auch immer, wenn man einem Verbündeten Barriere gibt, macht man auch Tatendrang. Das heißt, der Scourge dafür, dass er seine Heat oder sagen wir seine Retz-Fertigkeiten verliert, kriegt er dafür Tatendrang. Das heißt, der Necro hat nun neben einem Quickness-Bild auf dem Harbinger nun auch endlich ein Tatendrang-Bild für den Scourge. Das heißt, man kann mit dem Scourge jetzt auch Tatendrang geben, und zwar indem man Verbündeten Barriere gewährt. Dafür muss man aber dann hier diesen Großmeister, die Wüstenermächtigung, die dann hier hinkommt, reinnehmen. Und kann dann dafür nicht hier dämonisches Wissen nutzen, wobei das eh hauptsächlich ein Damage-Trade war, wo es jetzt nicht so schlimm ist, wenn man auf dem Heal-Scourge, sagen wir mal, das hier wegnimmt. Man kann halt nur nicht jetzt hier sowohl Damage machen, dass man hier erhöhten Schaden mit Pein und Gegner brennen lässt hat und gleichzeitig auch noch hier das mit Alacrity geben. Da haben sie gut drauf aufgepasst, dass man nicht mit einem Full-DPS-Build ebenfalls Tatendrang geben kann. Das heißt, das hier geht nach unten. Dann haben wir Sandsturm Schleier. Das ist, wo haben wir das? Was war das nochmal? Hier glaube ich, oder? Genau, hier unten, da, Sandsturmschleier. aktiviert den endgültigen Schleier, alternden Kraftbarriere, bereitet den Schleier auf eine kraftvolle Detonation vor. Wenn man das hat, wird der F5 geändert. Also wenn ich das reinmache, ändert sich hier der F5, der macht dann nur noch eine große Detonation. Das wird jetzt geändert, und zwar, dass das anstatt, dass es einmal eine kraftvolle Barriere gibt, pulsiert das jetzt Barriere. Was natürlich gerade für dieses neue Tatendrang-Bild sehr gut ist. Denn immer, wenn wir Barriere geben, geben wir auch Tatendrang. Wenn das jetzt hier nicht nur einmal Barriere gibt, sondern Barriere pulsiert, geben wir
wir natürlich auch pulsierenden Tatendrang. Von daher, in diesem Alacrity-Bild wird man wahrscheinlich den Trade hier unten spielen müssen und dann den neuen, die neue Wüstenermächtigung hier. Dann haben wir auf schleifende Kiesel, Sandflackern, gewährt Verbündeten in der Nähe Barriere. Eigentlich auch offensichtlich, dass wenn man das Tatendrang-Bild mit der Barriere spielen will, dass man diesen Trade hier reinnimmt. Allerdings wird hier die Barriere entfernt. Dieser Trade macht nicht mehr das Sandflackern, und das ist der Heal-Skill hier, Sandflackern, dass der Barriere gibt. Das wird entfernt von diesem Trade. Dafür gibt er jetzt, wenn man den Trade drin hat, gibt es jetzt Macht, wenn man Barrieren gibt. Das heißt trotzdem gut, ja. Also man kann, dieser Trade macht halt, dass immer wenn man Barriere gibt, dass man auch Macht verteilt, was natürlich geil ist. Und dafür, um das auszugleichen, kriegt aber Sandflackern von Haus aus Barriere für Verbündete. Also diese Fertigkeit gewährt Verbündeten in der Nähe jetzt eine reduzierte Menge Barriere. Das heißt, wir verlieren die Barriere auf Sandflackern durch diesen Trade nicht, weil Sandflackern jetzt von Haus aus die Barriere hat. Und wir geben mit diesem Trade jetzt sogar auch noch Macht, jedes Mal, wenn wir Barriere gewähren. Also ziemlich geil eigentlich, dass wir jetzt mit dem Scourge zwar unsere kompletten Fähigkeiten, Spieler schnell wieder zu beleben, verlieren oder zum Großteil verlieren, wir haben es natürlich immer noch, aber dafür jetzt ohne Ende Barriere rauspumpen können, ohne Ende Tatendrang rauspumpen können und dabei auch noch Macht geben. Also eigentlich gar nicht so schlecht jetzt hier der Support Tatendrang Scourge, den wir jetzt hier als Alternative zum Red Spot, was er vorher war, bekommen. Genau. Sadistische Sengen, das haben wir hier, das reduziert nun nicht mehr die Wiederaufladezeiten von Bestrafungsfertigkeiten. Bestrafungen waren die hier, Spur der Pein, Austrocknen, Sandwoge und Schlangenzapfer, wird nun nicht mehr verringert, allerdings kriegen die größtenteils eigentlich dann von Haus aus die verringerten Wiederaufladezeiten, vor allem Schlangenzapfer kriegt hier das, der gibt übrigens auch Barriere für alle, die überlegen, wie kriege ich noch Barriere für Tatendrang in mein Bild rein, das kann der Schlangenzapfer hier. Die Sandwoge kriegt keine verringerte Wiederaufladezeit, aber dafür Austrocknen und gibt sogar auch noch Wut, Austrocknen dann auch, und Spur der Pein, gucke ich gerade mal, hat ebenfalls verringerte Wiederaufladezeit, genau. Und wir kriegen sogar auch eine verringerte Wiederaufladezeit von Haus auf Schreckliche Bresche, also auf den Elite-Skill, aber auch den hat größtenteils keiner mehr benutzt, weil für Damage machen eigentlich das Seuchenlande viel besser war. Vor allem, da das auch letztens erst gebufft worden ist, hier Seuchenlande. Darum hat eh kaum einer das Schreckliche Bresche benutzt. Jetzt von 75 auf 60 Sekunden müssen wir sehen, ob sich das lohnt. Und dann haben wir als letztes noch, haben wir hier den Harbinger, den Vorboten, der ebenfalls einige Änderungen kriegt, nämlich bosartige Filiolen, gibt keine verringerten Wiederaufladezeit mehr für Elixierfertigkeiten, und an den Elixierfertigkeiten wird aber auch nichts geändert. Das heißt, wirklich einfach ein reiner Nerf auf diesem Trade, wobei, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, der wurde zum Teil gespielt, oder Mitte, wenn man Quickness-Build gespielt hat, auf dem Harbinger, oder? Oder hat man den überhaupt benutzt? Ich weiß gerade gar nicht so genau. Ich glaube nicht. Oder man hat trotzdem hier das mit der Verschandlung gespielt und den hier sowieso nicht. Dann fällt es natürlich gar nicht groß auf, wenn man vorher auch schon bosartige Filiolen nicht gespielt hat. Aber prinzipiell Nerf und dann ganz komische Änderungen. Und zwar der Cooldown Reduction, also Cooldown Verringerung auf Elixier der Unwissenheit. Das war das einzige Elixier, was sowieso schon einen höheren Cooldown hatte, nämlich hier Risiko, Seligkeit und Pein haben alle 25 Sekunden Cooldown und nur das Elixier der Unwissenheit hatte 30. Jetzt wurde hier ebenfalls der Cooldown verringert auf 24. Keine Ahnung, wie die auf die Zahl gekommen sind. Alle Elixiere haben 25, eins hatte 30. Jetzt sagen sie sich, okay, dann verringern wir jetzt den Cooldown von diesem Skill auch, aber nicht auf 25 wie die anderen, sondern auf 24. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber ja, weird irgendwie. Aber das waren die Änderungen am Necro, also sehr interessant. Wirklich, hier sind wirklich mal große Änderungen am Necro, was die Spielweise angeht, gerade für den Scourge. Also gerade für den Scourge jetzt hier große Änderungen, was die Heal-Variante oder die Support-Variante angeht. Weniger Rätzen dafür, sehr viel mehr, sehr viel mehr Barriere, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall viel mehr Tatendrang, was ebenfalls interessante Support-Builds hier zum Vorschein bringen kann. Ja, gehen wir weiter zum Waldläufer.